ist leider Samstag. Ich habe es gestern irgendwie voll verschwitzt. Ich weiß nicht warum, aber gestern war irgendwie voll stressig. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, mache ich das Video als heute. Das Thema ist Therapie und ich finde Therapie auf jeden Fall sehr wichtig zu dem Thema und ich finde, gehört auch dazu. Ich selber bin jetzt halt seit dem 31.07.2012 in Therapie. Das heißt fast ein Jahr. Und in der Zeit ist halt auch noch nicht sehr viel passiert, außer dass ich jeden Monat dahin rennen muss und mit ihm reden. Mittlerweile meint der Therapeut, Arzt, wie auch immer man das nennt, dass ich überhaupt nicht mehr so oft kommen brauche, weil bis ich 18 bin, kriege ich eh kein Testo oder was auch immer. Nichts. Weil meine Eltern das irgendwie nicht wollen. Die meinen, in den 6 Monaten ist das, glaube ich, noch, bis ich 18 werde. Meinen, die könnte sich noch was ändern. Ja. Therapie finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Man sollte sich auch auf jeden Fall irgendwie Therapieplatz suchen, weil hilft einem echt. Ich bin am Anfang da hingegangen, da war mir das noch nicht so ganz, also da war ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich will. Und mittlerweile bin ich mir zu 100% sicher. Und ja, man sollte sich auch irgendwie gut informieren, weil wenn man jetzt halt noch unter 18 ist, muss man dann irgendwie einen extra Therapeut nehmen, weil der die anderen halt nur was mit Erwachsenen machen. Und ich musste jetzt einen Kinder- und Jugendtherapeut nehmen oder so. Ja, davon gibt es auch nicht sehr viele, deswegen muss ich immer sehr weit fahren, bis ich dann dahin komme. Ja. Gibt auch irgendwie so Seiten, wo man das halt finden kann. Also, wo man so einen Therapeuten finden kann. Allerdings kenne ich nicht sehr viele davon, weil mein Kinderarzt mir diesen Arzt empfohlen hat oder meiner Mutter besser gesagt. Da ich mich zuerst bei meinem Kinderarzt informiert habe, was ich denn machen müsste, wenn ich jetzt das Geschlecht wechseln würden wolle. Ja, wie auch immer man das sagt. Ja. Was kann man noch sagen? Also, Therapie gehört auch auf jeden Fall, glaube ich, dazu. Also, man braucht das auf jeden Fall unbedingt, glaube ich. Wenn man das Geschlecht wechseln will, egal ob von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann. Ja, so viel kann ich da jetzt nicht zu sagen, weil die anderen ja schon sehr viel dazu gesagt haben und ich will das auch nicht alles wiederholen, weil es ist irgendwie dann überflüssig. Deswegen noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag und bis nächste Woche Freitag.